Hallo, Dominik hier von pkfilme.de. Ich habe hier den LG UP79 vor mir liegen. LGs ersten 4K Ultra HD Blu-ray Player. Dieser unterstützt das neue Disc-Format inklusive HDR und den Dolby Vision HDR Standard. Steht aber nicht auf der Box, steht nicht an der Seite, steht nicht hinten drauf. Liegt daran, dass das Gerät auch erst nach einem Firmware-Update Dolby Vision HDR unterstützt. Das Update ist auch schon verfügbar. Die Wiedergabe mit Dolby Vision funktioniert auch ohne Probleme. Nur zum Marktstart des Gerätes war das noch nicht vorhanden. Dementsprechend kein Hinweis auf der Box. Wir schauen uns kurz an, was in dem Gerät, was in der Box drin ist. Noch zu sagen, wenn man ein Blu-ray Player sucht mit Dolby Vision HDR, ist wird man wahrscheinlich bei diesem Gerät landen, außer man hat wirklich etwas mehr Geld übrig und steht oder will keine Einbußen bei der Qualität, Bildqualität oder Einstellungen oder bei der Verarbeitung eingehen, dann ist man bei einem etwas hochwertigeren Player, der schon um die 800 Euro kostet, wahrscheinlich von Oppo oder so. Ansonsten gibt es leider keine Player im Bereich bis 800 Euro gibt es sonst keinen Player, der Dolby Vision unterstützt. Also entweder den oder keinen. Für viele zumindest. Machen wir mal die Box auf. Die haben hier schon mal keine Kleber, was ein bisschen komisch ist. Aber Ultra HD Blu-ray Disc Player UP79. Schauen wir mal. Und das ist auch schon der Player. Seite. So sieht er aus. Formfaktor würde ich sagen ähnlich wie Panasonics Geräte, der UP79, UB404 war das oder der 704. So von der Formfaktor her, nur vielleicht nicht so hoch. Das Gerät hat hier an der Front ganz normal das Laufwerk für die Ultra HD Blu-ray. Kein Slot-In, sondern ganz normal so eine Schublade. 4 Funktionstasten, Auswurf, Play, Pause, Stopp und Ein- und Ausschalter. An der Front haben wir auch einen USB 2.0 Eingang. Soweit ich das gesehen habe, auch der einzige USB Eingang. Oben eigentlich unauffällig, an der Seite haben wir auch nichts. Rückseite kennen die meisten schon, 2 HDMI-Ausgänge, einen für Audio und Video und einen nur für Audio. Man kann das Signal, Video und Audio komplett separat übertragen, soll Signalrauschen verhindern, eine bessere Gesamtqualität wiedergeben. Integriertes Wi-Fi hat der UP79, Gigabit LAN und hier haben wir noch einen optischen Ausgang. Das wäre es erstmal hier vom Player an sich. Das Gerät übrigens ist habe ich glaube ich schon erwähnt, 220 Euro zu haben. Recht günstig eigentlich schon für einen 4K Blu-ray Player, vor allem, weil es auch der einzige ist, der ja dann auch noch Dolby Vision kann. Hier haben wir dann noch, ich packe hier noch zusätzlich aus, Fernbedienung, eigentlich so ziemlich der Standard, etwas dickere, natürlich mit allen Sprachen drin, Bedienungsanleitung, Sicherheitsinformation, Garantie, Büchlein und hier die Fernbedienung mit der entsprechenden Batterie. Wir werden das Gerät natürlich testen. Das Feedback von Kritikern und auch von Nutzern ist wirklich sehr gemischt. Viele monieren ein sehr lautes Laufwerk, aber auch nicht bei allen Inhalten und auch nicht bei allen Blu-rays. Werden wir auch untersuchen, was da daran ist und auch mal sehen, wie die Audio- und Videoqualität des Players ist. Wer sich für das Gerät interessiert, wir werden auch dann natürlich in unserem Video unten in der Beschreibung dann auf den Test später verlinken und auch einen Link auf Amazon.de, wo man das Gerät dann auch käuflich erwerben kann. Mehr Informationen findet ihr in den nächsten Tagen auf 4kfilme.de.